Lou von Salome Im folgenden Frühjahr des Jahres 1882 reist er nach Rom, um mal wieder von Meisenburg zu besuchen. Hier lernt er die junge Lou von Salome kennen, die er mit den Worten begrüßt: Von welchen Sternen sind wir hier einander zugefallen? Augenblicklich ist Nietzsche für diese Frau entflammt, in der er endlich eine geistige Größe erkennt, die der Sein ebenbürtig ist. Gemeinsam mit Paul Reh und Lou von Salomé gründet Friedrich Nietzsche einen Dreierbund, die sogenannte Dreieinigkeit. Man begibt sich zusammen auf Reisen, schmiedet Pläne für die Zukunft, wie zum Beispiel eine Wohngemeinschaft in London, Paris oder Wien, in der es freigeistig zugehen soll. Als Friedrich Nietzsche schließlich offiziell um Lu von Salome wirbt, teilt sie im Lapida mit, sie hege eine grundsätzliche Abneigung gegen alle Ehen überhaupt. Tatsächlich ist Lu von Salome, die in Zürich Philosophie, Theologie, vergleichende Religionswissenschaft und Kunstgeschichte studiert, eine durch und durch vergeistigte junge Frau von 21 Jahren. Zwar ist sie belanglosen Liebschaften nicht abgeneigt, hat aber grundsätzlich für Körperliches nicht so viel übrig und für eine feste Bindung schon gar nicht. Obwohl Nietzsche zutiefst betrübt ist über die Abweisung, will er Lou auf keinen Fall als Freundin verlieren. Als sich Paul Reh, Lou von Salome und Friedrich Nietzsche im Oktober 1882 in Leipzig wieder treffen, zeigt die Dreieinigkeit dennoch erste Risse. Lou glaubt, dass Nietzsche nach wie vor mehr von ihr will, als sie zu geben bereit ist, und Nietzsche glaubt, daran sei Paul Reh schuld. Das gegenseitige Misstrauen wächst, und so scheitern die Pläne, den Winter gemeinsam zu verbringen. Während Nietzsche nach Italien reist, gehen Lou und Paul nach Berlin. Wieder ist Nietzsche allein und wieder erhebt er die Qual zur Tugend und beschließt, den Kontakt zu Lou von Salome vollständig abzubrechen. Die Folge ist eine schwere Depression, in der er folgenden Briefentwurf an Paul Ray zu Papier bringt. Die Affekte fressen mich auf. Ein grässliches Mitleid, eine grässliche Enttäuschung, ein grässliches Gefühl verletzten Stolzes. Wie halte ich's noch aus? Ich schlafe nicht mehr. Was hilft es, acht Stunden zu marschieren? Woher habe ich diese heftigen Affekte? Ach, etwas Eis. Aber wo gibt es Eis noch für mich? Heute Abend werde ich so viel Opium nehmen, dass ich die Vernunft verliere. Wo ist noch ein Mensch, den man verehren könnte? Aber ich kenne euch alle durch und durch. Beunruhigen Sie sich nicht zu sehr über die Ausbrüche meines Größenwahns oder meiner verletzten Eitelkeit. Und wenn ich selbst aus den genannten Affekten mir zufällig einmal das Leben nehmen sollte, so würde auch dann gar nicht zu viel zu betrauern sein. Was gehen euch, ich meine sie und Lou, meine Fantastereien an? Erwägen sie beide doch sehr miteinander, dass ich zuletzt ein kopfleidender Halbirrenhäusler bin, den die Einsamkeit vollends verwirrt hat.